Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu Beginn dieser Aktuellen Stunde einer ganz starken Stimme in Deutschland von Herzen zum Geburtstag gratulieren. Und zwar hat heute der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, seinen 70. Geburtstag. Und ich finde es sehr traurig, dass wir an seinem 70. Geburtstag in dem Land, in das er mit 2 Jahren mit seinen Eltern wiedergekommen ist, 1954 in Haifa geboren, 1956 wieder hierhin übergesiedelt, dass wir heute eine Aktuelle Stunde brauchen zum Thema Antisemitismus, und zwar eine negative Aktuelle Stunde. Dennoch, lieber Herr Schuster, wenn Sie uns heute hier zuschauen, von Herzen alles Gute zu Ihrem 70. Geburtstag. Und gerade deswegen macht es mich erneut fassungslos und traurig, dass wir wieder einmal über Antisemitismus sprechen müssen. Ich glaube, wir würden uns alle wünschen, dass es nicht notwendig ist. Aber Fakt ist, Jüdinnen und Juden haben Angst. Angst in unserem Land. Und das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und dieses Nie wieder, diese Botschaft muss bestehen bleiben. Und dennoch haben wir Auswüchse. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, wie auch wir darauf reagieren können, dass es eben nicht zu diesen Auswüchsen weiterhin kommt. Und genau deshalb ist es auch richtig, dass wir uns immer noch unserer historischen Verantwortung stellen und dass wir uns auch erneut im Rahmen dieser Aktuellen Stunde damit auseinandersetzen. Wir haben leider Gottes in dem Land einen Antisemitismus-Skandal, der den Nächsten jagt. Das war vor dem 7. Oktober so, und das ist nach dem 7. Oktober so, und deshalb umso schlimmer. Und zuletzt gab es einen Vorfall bei der Berlinale. Filmemacher haben bei der Abschlussgala Israel in die Nähe von Nazi-Deutschland gerückt. Es blieb erst mal unter einem ganz großen Applaus unwidersprochen. Unter anderem hat die Staatsministerin für Kultur und Medien 2 ganze Tage gebraucht, bis sie sich dazu geäußert hat. 2 Tage Schweigen. Und das sagen wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und es braucht natürlich Erklärungen diesbezüglich. Wir haben sofort danach auch als CDU-CSU-Bundestagsfraktion um Aufklärung der Vorkommnisse gebeten. Wir hatten 2 sitzungsfreie Wochen. Und in der heutigen Zeit muss es möglich sein, auch mit den technischen Möglichkeiten innerhalb von 2 sitzungsfreien Wochen auch eine Sondersitzung des Kulturausschusses hinzubekommen. Das ist nicht geschehen. Es ist auch jetzt immer weiter nach hinten gerückt worden. Und diese Verzögerungstaktik, ich sage es Ihnen ganz offen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, sind natürlich nicht hinnehmbar. Dafür ist das Thema viel zu ernst. Und ich verstehe nicht, warum Sie es immer weiter jetzt in den April hinausgezogen haben. Und es geht natürlich darum, wem geben wir in unserem Land auch Kulturfördermittel beispielsweise? Wie werden eigentlich Festivals auch finanziert? Und wir hatten die Skandale jetzt nicht nur bei der Berlinale. Unter anderem ist es auch so gewesen, dass der israelische Schauspieler David Kunio, der seit dem 7. Oktober als Geisel von der Hamas gehalten wird, nicht erwähnt wurde. Sein Name wurde im Vorfeld von den Verantwortlichen regelrecht gecancelt. Und das sind alles keine Einzelfälle. Wir haben heute noch keine ordentliche Aufarbeitung der Dokumenta. Und jetzt wartet man schon wieder, wann geht die nächste Dokumente eigentlich los? Und wenn ich dann immer anhöre, die Fragen, die Ausflüchte, die kommen, ja, alles ganz schwierig, weil Hessen hat neu gewählt. Ganz ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, das geht nicht, dass wir jetzt schon wieder sehenden Auges in den nächsten Antisemitismus-Skandal schlittern werden, weil Sie die Augen davor schließen und weil Sie auch nicht bereit sind, in einer angemessenen Art und Weise mit uns über gemeinsame Anträge zu verhandeln. Und auch deswegen haben wir diese Aktuelle Stunde angesetzt, um Ihnen noch mal die Dringlichkeit unserer Anliegen auch vor Augen zu führen. Wir bitten Sie wirklich, machen Sie die Aufarbeitung nicht so schleppend. Machen Sie nicht andauernd den gleichen Fehler, indem Sie sagen, dauert noch, wir können dieses Dauern nicht mehr ertragen. Oder beantworten Sie unsere Anfragen gar nicht, angeblich mit Verweisen auf irgendwelche inhaltlichen Sicherheitsbedenken, die Sie nicht teilen können. Wir haben eine Geheimschutzstelle, da können Abgeordnete hingehen. Das waren bislang alles Ausflüchte. Und deswegen sage ich Ihnen, wir reichen Ihnen die Hand. Wir fordern Sie zum Handeln auf. Wir sagen keine Bundesmittel mehr an Kultureinrichtungen, die Antisemitismus eine Bühne bieten. Ansonsten müssen auch diese Fördermittel zurückgezahlt werden, damit Juden- und Israelfeindlichkeit in Deutschland im Allgemeinen und auch in Bildungseinrichtungen, in Kultureinrichtungen und ganz besonders in unserer gesamten Gesellschaft keinen Platz haben. Wir bitten Sie dringend noch mal, die gemeinsamen Anträge sich anzuschauen, sich ganz klar zu bekennen, auch was das Thema BDS angeht. Dann stehen wir zur Verfügung. Ansonsten müssten wir es alleine machen, was wir sehr bedauern würden. Sie haben auf jeden Fall jetzt noch eine letzte Chance. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Simona Koch, SPD-Fraktion.